ich gestehe, ich bin eine Freundin der Unsicherheit geworden. Und wir haben in unserem Chat gemerkt, dass es auch durchaus andere Kollegen und Kolleginnen bewegt hat. Das sind ja schulische Führungskräfte. Danke nochmal für Ihre wertschätzenden Worte. Ich glaube, das tut gut, das zu hören. Es ist auch nötig, das ist wirklich, wirklich nötig, dass Sie das hören, weil das ist wirklich, was Sie geleistet haben in den letzten Monaten, ganz gleich, ob es schiefgegangen ist oder gut, ist ungeheuerlich. Denn das ist, Krisen bedeuten nicht, dass immer alles glatt läuft, sonst wären es keine Krisen, die Sie da gerade meistern. Krisen bedeuten eben gerade, dass es nicht immer glatt läuft und dass Sie das überhaupt geschafft haben, überhaupt irgendein Programm auf die Beine zu stellen, so schnell und so aus dem Nichts, ist wirklich eine Ungeheuerlichkeit und dafür verdienen Sie jede Menge Wertschätzung, auch wenn Sie die nicht überall bekommen. Man kann sie sich auch selber holen. Ja, natürlich, deswegen muss man sich die selber und sie auch die sich die gegenseitig geben, das ist wichtig. Genau. Mich hat das sehr bewegt, wie Sie von der Angst zur Unsicherheit übergeleitet haben. Und ich glaube, was wir gerade jetzt auch viel in der Gesellschaft spüren, ist ja Angst. Ich glaube, gestern war ein leitendes Thema bei den Ereignissen auch Angst. Mhm. Kennen Sie eine kleine Brücke von der Angst zur Unsicherheit? Tatsächlich ist das eine Kernfrage. Mhm. Und für mich ist die Brücke immer Beziehung. Mhm. Wirklich, ich wüsste keine bessere Brücke. Auch Psychotherapeuten arbeiten und Therapeutinnen arbeiten mit dieser Brücke, weil jemand, der in der Angst ist, tatsächlich an seinen Verstand nicht mehr rankommt. Das ist so gewollt. Genau. Und Beziehung ermöglicht, dass aus der Angst wieder eine Unsicherheit werden kann. Denn wir sind ja tatsächlich in einer unsicheren Situation. Ja, das ist ja die Wahrheit. Und für manche Menschen ist auch die Angst das angemessene Gefühl, wenn sie zu einer hohen Risikogruppe gehören, dann ist ihr Leben tatsächlich bedroht. Aber für uns, die meisten von uns, ist die Unsicherheit das angemessene Gefühl, dass eben sich an Regeln halten, dass schauen, was macht dieses Virus, wie können wir uns davor schützen. Und ich glaube, ohne Beziehung ist es nicht möglich. Dazu passt die zweite Frage. Mhm. Herr Eichler bezieht sich nochmal auf die Pubertät. Mhm. Er hat das Wort geschöpft, die digitale Pubertät. Mhm. Das finde ich auch sehr schön. Und da ging es ja auch viel darum, wie stellen wir eigentlich auch Beziehung her und Bindung her in dieser Phase. Und er fragt, digitale Pubertät braucht Orientierung und Führung. Wie kann diese hoffnungsvolle Zukunft gelingend gestaltet werden? Also noch ein Freund der Unsicherheit fragt hier. Tatsächlich befinden wir uns ja alle gerade in einer digitalen Pubertät, nicht nur diese jungen Menschen. Ne? Darüber werden wir nachher sicher noch sprechen, deshalb möchte ich nicht so viel vorwegnehmen. Aber dieses eine Bild. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit haben oder ob ich das lieber besser nachher sage. Ja, also es gibt so ein schönes, vielleicht haben Sie Harry Potter gelesen, da gibt es so ein schönes Instrument, das ist ein Portschlüssel. Ja. Und dieser Portschlüssel ist ein Instrument, das jeden Menschen zu jeder x-beliebigen Zeit an jeden x-beliebigen Ort transportieren kann. Und bei Harry Potter sehen die alle sehr unauffällig aus. Ja, das ist dann ein zerbeulter Kochtopf oder ein alter Schuh. Und zwar deshalb, damit wir Muggles, wir Normalmenschen, da nicht so oft dran fassen und uns aus Versehen ins Haus eines bösen Zauberers transportieren lassen und so weiter. Und wir alle haben so einen Portschlüssel jetzt in unserer Hosentasche. Und wir haben es verpasst, die so unauffällig wie möglich zu gestalten. Und wir fassen da alle die ganze Zeit dran. Und das ist tatsächlich... Und bei Harry Potter sind diese Portschlüssel ziemlich gut gesichert, weil da kann ziemlich viel mit schief gehen. Und wir alle haben noch nicht geschafft, uns Passwörter für unsere Portschlüssel vernünftig und so weiter. Und das ist richtig eine Riesenaufgabe, nicht nur für die Jugendlichen, sondern für uns alle Erwachsenen, weil wir alle immer wieder im Haus von irgendwelchen bösen Zauberern und Zauberinnen landen, uns irgendwelche Sachen kaufen, die wir nicht brauchen und viel schlimmere Dinge als das. Und tatsächlich befinden wir uns alle in diesem Moment. Bei Harry Potter darf man das erst eigentlich nutzen, wenn man erwachsen ist oder an der Hand eines Erwachsenen. Das müssen wir jetzt leisten. Das muss Schule jetzt leisten. Und das ist vielleicht wichtiger im Moment als der Faust. Oder ich bin Literaturwissenschaftlerin, ich halte den Faust für durchaus etwas sehr, sehr Entscheidendes. Aber im Moment drängt die Zeit für diese Dinge.